Die Passionsblume ist sicherlich eine der exotischsten Blüten, die wir kennen. Also wenn man die sich mal genau anschaut, oder wenn man sich die Blüte mal genau anschaut, dann ist sie doch jedes Mal wieder völlig faszinierend. Aus dieser Pflanzengattung, da stammen ja auch essbare Früchte, zum Beispiel Maracuja oder die Passionsfrucht, das sind übrigens zwei verschiedene, gehören beide zu den Passionsblumen. Und es gibt eine Passionsblume, das ist diese hier, Passiflora cerulea, die ist winterhart. Ihr findet sie schon mal im Gartencenter als Zimmerpflanze, so in einem kleinen Topf mit so einer rundgebogenen Drahtschlaufe, so als Rankpflanze. Nicht alle wissen, man kann sie auspflanzen. Die ist nämlich Winterhärtezone 6, obwohl sie aus Brasilien stammt. Und sie wird oberirdisch zurückfrieren. Aber wir gucken uns mal hier den dicken Stamm an. Da, wo sie aus dem Boden kommt, also hier ist auch schon der harte, verholzte Stamm zu sehen. Das ist ein Gerät, das ist 5, 6 Jahre alt, sagte mir der Gartenbesitzer. Vor 4 Jahren ist sie hierhin gepflanzt worden, vorher hatte sie auch schon ein gewisses Alter. Und sie ist nicht mehr geschnitten worden. Und diese Passionsblume hat jetzt den ganzen Maschendrahtzaun hier bewachsen. Wir haben hier einen Standort, ein bisschen geschützt vor zu starkem Wind, aber doch in praller Sonne, in der Köln-Bonner Bucht. Das ist hier Winterhärtezone 8. Die wird nicht geschnitten. Und insofern ist das eine super Kletterpflanze zum Begrünen, die jetzt im Sommer, wir haben jetzt Anfang, Mitte August, nicht nur die Blüten präsentiert, sondern auch die Früchte. Die Früchte sind zum Beispiel hier so richtig schöne orange, ja, Hühner, ja, man sagt manchmal hühnereigroße Früchte. Wenn man die aufschneidet, entdecken wir dieses Fruchtfleisch mit den Samen, also so, die Samen liegen selber in so einem geleeartigen Fruchtfleisch. Die sind aber nicht essbar. Der Gartenbesitzer hat es ausprobiert, schmecken nicht und sind nicht giftig, aber sind auch nicht wirklich genießbar. Im Gegensatz halt zur Maracuja und der Passionsfrucht, der engen Verwandtschaft. Aber sehr hübsch anzusehen und in der Kombination hier auch noch mit Weinranken eine tolle Idee, um einen Zaun zu begrünen. Für euch als To-Do ist vielleicht wichtig, was die Passionsblume angeht. Der Standort sollte sonnig sein, der Boden gleichmäßig feucht. Also hier ist ein Lehmboden, der ist immer relativ feucht und aber auch durchlässig sollte er sein. Keine Staunässe produzieren. Und was den Rückschnitt angeht, wie gesagt, die wird nicht geschnitten. Hier wird höchstens mal, ja, hier sind dann alte Pflanzenreste mal rausgeschnitten, um das Ganze wieder zu belüften. Aber ansonsten könnt ihr die im Topf halten und dann im Frühjahr, Anfang März, runterschneiden, so auf Kniehöhe und dann treibt sie wieder hoch. Das ist so ein typischer Rhythmus, den man mit so einer Kletterpflanze machen kann, wenn man sie etwa auf Terrasse und Balkon hält. Im Kübel müsst ihr sie natürlich dann frostfrei überwintern, am besten so um die 5 Grad. Also die Passionsblume. Für mich eine der schönsten Kletterpflanzen, die es gibt.